Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe endlich wieder meine Extensions. Gebt es euch, ich habe die gerade gewaschen, die sind nur ein bisschen feucht, aber oh mein Gott. Wunderschön, ich liebe es über alles. Ja, wenn ihr wollt, dass ich dazu mal ein Video mache, dann schreibt es in die Kommentare, mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ja, ihr Lieben, ihr kriegt heute meine aktuellen Make-up-Favoriten zu sehen. Bei mir hat sich nochmal einiges getan. Es sind viele neue Produkte dazu gekommen, auf die ich schwöre und wo ich mir im Moment echt nichts Besseres vorstellen kann. Ich habe viel probiert und ja, mein letztes Make-up-Favoriten-Video ist ganz gut angekommen. Und da ich echt ein paar Produkte ausgetauscht habe, also eigentlich 90% würde ich mal sagen, lohnt es sich für mich auch nochmal ein neues Video zu machen und ich hoffe natürlich für euch auch. Deshalb gucken wir uns heute meine aktuellen Make-up-Favoriten an. Ich zeige sie euch. Natürlich sind sie für euch auch unten verlinkt. Das sind alles Produkte, wo ich mir eigentlich zu 100% sicher bin, dass es die noch gibt. Es ist viel Drogerie dabei, es ist aber auch ein paar Sachen High-End dabei. Das ist bei mir immer so ein ganz guter Mischmasch. Und ich werde euch natürlich auch noch ein paar Sachen zu den Produkten sagen. Viele davon trage ich auch jetzt gerade auf dem Gesicht. Und ihr könnt es direkt live und in Farbe sehen. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Und aktiviere auf jeden Fall die Glocke, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt auf ein Video, wo ich ein bisschen über meine Extensions quatsche und euch ein bisschen was dazu erzähle, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann kann ich das gerne machen. So, ich habe mir hier eine Kiste gepackt mit den Sachen. Sieht alles ein bisschen ranzy aus, sorry. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Primer. Das Ding ist, ich benutze für mein komplettes Gesicht nicht wirklich so einen richtigen Primer. Ich habe hier zwar auch in der Hand von Maybelline Fit Me den Luminous und Smooth Primer. Was ich jetzt noch dazu sage, ich bin jemand, ich mag nicht so gerne mattes Finish, gerade was die Foundation angeht. Das sieht man jetzt auch bei mir. Ich mag es gerne, wenn es so ein bisschen dewy ist, so ein bisschen glowy. Und deshalb benutze ich auch viele Produkte, die das halt, die das unterstützen. Ja, es ist so, dass ich den Primer im ganzen Gesicht nicht so sehr mag. Ich trage den auf meine trockenen Stellen auf und auf meine Augenlider. Da mag ich das total gerne, also die trockensten Stellen in meinem Gesicht. Ich mache es auf die Augenlider. Ich mache es hier, hier und hier, so meine T-Zone eigentlich. Und halt hier in den Nasenfalten, weil der ist wirklich sehr hydrating. Aber ich finde, wenn ich den hier grobflächig auftrage, sitzt meine Foundation nicht ganz so gut. Und auf den anderen Stellen, also auch hier und so, trage ich von Body Shop die Drops of Glow auf. Das ist jetzt nicht so ein wirklicher Primer. Das kann man jetzt auch einfach so benutzen. Das ist wirklich sehr, sehr glänzend. Also wenn man das aufträgt, das ganze Gesicht glänzt total. Das verstärkt dann natürlich auch dieses Glowy Dewy Finish, wenn die Foundation da drauf liegt. Und diese Kombination von den beiden Produkten mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Also es gefällt mir gut, das habe ich jetzt so für mich entdeckt und das benutze ich zurzeit. Die Foundation, die ich gerade trage und auf die ich gerade schwöre, ist die Stay Naked Hydromaniac von Urban Decay. Ich habe die gesehen in der PR und ich war sofort hin und weg, weil die eigentlich genau das verspricht, was ich mir wünsche. Da steht jetzt drauf Tinted Glow Hydrator Medium Coverage. Also ich dachte mir erst, okay, ist das vielleicht ein bisschen zu wenig Coverage, weil ich dachte erst so nicht, dass das in Richtung getönte Tagescreme geht. Es ist auf jeden Fall Medium. Also Medium passt. Es ist gut deckend. Man kann es ein bisschen aufbauen, aber es ist jetzt nicht so krass deckend. Also es ist kein Full Coverage. Aber das verspricht es ja auch nicht. Und ich finde jetzt gerade im Sommer ist es mal ganz entspannt, eine etwas leichtere Foundation zu tragen. Wobei man die wirklich sehr, sehr gut aufbauen kann. Also
es geht, wenn man, ohne dass es jetzt irgendwie blöd aussieht auf der Haut, man kann ein Full Coverage erreichen, wenn man möchte. Aber ich bin im Moment eher so Foundation, dass die, also bei mir sieht es krass aus, aber ich habe sehr viel Zeit in meine Hautpflege investiert und dadurch geht es auch, dass ich so eine etwas leichtere Foundation trage und es trotzdem noch sehr gleichmäßig aussieht. Aber ich liebe die, die ist wirklich, die ist so glowy, die ist wirklich hydrating und ja, ich lieb's. Und ich habe sie in der Nuance 50 Medium. Die Suche nach einem Puder und auch einem Setting-Puder, was jetzt meine Haut nicht ultra matt macht, sondern im besten Fall glowy, hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Ich habe noch kein Produkt gefunden, was mich zu 100% überzeugt, aber dieses Puder mag ich hier sehr gerne. Das ist von NYX, das No Filter Finish Powder, ja, das ist halt ein Puder. In der Nuance habe ich das Light Beige. Weil das Wichtige ist einfach, es macht nicht krass matt und was ich finde, es macht nicht dieses pudrige Finish. Also ich finde, manchmal sieht man echt auf 10 Meter Entfernung, dass jemand Puder im Gesicht hat und das mag ich persönlich überhaupt nicht. Und da passt das echt ganz gut. Also das finde ich super. Zum Contouring habe ich tatsächlich eine Palette, da geht schon der Schriftzug ab, die sieht auch ein bisschen rancy aus. Aber eine von Chic Lab. Ich habe ja mal ein Video hochgeladen, dass ich, also ein Video, wo ich mich nur mit Chic Lab Produkten von Shein geschminkt habe und ja, auf dieser Palette bin ich absolut hängen geblieben. Ich liebe diese zwei Töne zum Konturieren und den helleren nehme ich sogar komplett als Bronzer. Das ist die Mystic Contouring Palette und in der Farbe 502 Nude. Ich liebe sie. Ich liebe sie über alles. Es ist überhaupt nicht fleckig. Es lässt sich super gut aufbauen. Und was ich halt super wichtig finde beim Contouring, dass man nicht, wenn man einen Pinselstrich macht, dass man nicht direkt einen dunklen Balken da hat. Die ist nicht so krass pigmentiert und genau das finde ich gut an dieser Palette, weil man kann sie super gut aufbauen, ohne dass es fleckig wird. Und ja, mein absoluter Liebling, was Contouring angeht. Ich muss sagen, ich finde sie tatsächlich so ein bisschen in die Richtung von der NYX Contouring Palette, aber die ist ein bisschen weniger pigmentiert und das gefällt mir so gut. Dann kommen wir jetzt zu den Augenbrauenprodukten. Ich benutze generell nur ein Gel und ein Augenbrauen. Ich habe mich durch viele durchgetestet. Ich hatte ja zuletzt eine von Morphe, die ich aufgebraucht habe. Ich fand sie okay, aber bei mir kommt nichts an die Rival Loves Me Eyebrow Pomade. Ich habe sie in Soft Brown und ich muss sagen, ich finde diese Pomade so unfassbar gut. Ich glaube, das ist mein drittes, viertes Töpfchen und ich liebe sie. Was ich gut finde, die trocknet überhaupt nicht aus, sie ist immer schön gelig, lässt sich super gut auftragen, ist nicht zu weich und es verschmiert nicht. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan und das ist echt ein Tipp, weil die ist super günstig, die kostet irgendwie 2,50 Euro. Die kannst du echt aufbrauchen, ohne dass sie zu trocken wird. Und ja, die gibt's bei Rossmann und ich lieb's. Dann habt ihr ja in meinem letzten DM-Haul meinen Got2b Glued for Brows gesehen. Got2b macht ja jetzt Make-up und haben direkt so ein Augenbrauen-Gel rausgebracht. Das ist transparent und ich liebe es. Ich finde es richtig gut. Es kämmt die Härchen echt schön in die richtige Position. Ich habe zwar auch Microblading machen lassen auf meinen Augenbrauen, das heißt, es ist permanent und es hat bei mir nicht so den krassen Effekt, aber gerade die Härchen vorne kriege ich damit echt schön hochgeglued und ja, es erfüllt seinen Zweck und ich bin jetzt schon ein sehr großer Fan. Ich habe es jetzt noch nicht oft probiert, aber es ist echt, es verspricht, was es sagt. Es hält, was es verspricht, oh mein Gott. Und ja, ich mag es. Dann mein Blush, den ich im Moment am liebsten benutze, ist auch von Chic Lab. Das ist ein Metallic Glow Blush in Gravity. Den habe ich jetzt auch schon echt länger und ich finde diese Farbe einfach so unfassbar schön. Also es ist so ein Rot-Peach-mäßig und ja, der gefällt mir echt gut und ja, ich trage ihn auch jetzt, könnt ihr auch hier sehen und ich mag es total gerne. Dann aus meinem vorletzten DM-Haul habe ich einen Highlighter mitgenommen, der immer noch an meiner Seite ist und den ich immer noch regelmäßig benutze. Und das ist dieser von Essence. Ich finde die Farbe super, super schön. Das ist der Vintage Beach Baked Highlighter. Und ja, ich finde den total schön. Ich trage ihn auch, wie gesagt, jetzt auf der Nase. Hier und ja, der ist nicht sehr extrem, aber kann man auch gut aufbauen und ich finde die Farbe, die passt einfach zu meinem Hauttyp super, super gut. So, dann kommen wir jetzt zum Eyeshadow. Ich zeige euch jetzt einmal
erstmal die Palette, die ich im Moment am liebsten benutze. Die ist auch von Morphe. Das ist die Boss Mood 35M Palette. Und so sieht die von innen aus. Die ist sehr bunt, hat aber auch viele schöne Nude- und Brauntöne, mit denen man echt super gut arbeiten kann. Die ist super pigmentiert und, oh, was hängt denn hier? Die ist super pigmentiert und die hat alle Farben, die ich mag. Ich trage jetzt auch gerade diesen lila Glitzerton auf meinen Augen unten. Und ja, das mag ich super gerne. Ich kaufe sehr viel bei Morphe generell. Ich habe viele Produkte, die sind jetzt natürlich nicht alle meine Favoriten gekommen, weil es gibt tatsächlich für mich bessere. Aber gerade was Lidschattenpaletten angeht, bin ich bei Morphe echt gut aufgehoben. Dann trage ich im Sommer und jetzt gerade, also jetzt nicht jetzt in dem Moment, aber zurzeit sehr gerne Neonpigmente als Eyeliner. Und da habe ich von Suva Beauty die UV Toughies Palette. Das sind gepresste Neonpigmente in diesen super schönen Farben. Ja, ich liebe sie über alles. Man macht den Pinsel nass mit Wasser und dann kann man Eyeliner damit ziehen oder Pünktchen malen, was auch immer. Ich finde die super gut pigmentiert. Ich habe auch von Oscar Atom und Love die Atom Eye Palette und ich finde von den Neon Pigmenten diese auf jeden Fall tausendmal besser. Dann habe ich noch meinen Eyeliner. Die Leute, die mir treu sind, die wissen es. Das ist keine Überraschung. Ich liebe die Essence Eyeliner. Entweder den geht ja nicht richtig zu. Den wasserfesten wie diesen oder den normalen mit Silberdeckel, das ist mir mittlerweile eigentlich relativ egal. Ich nehme halt irgendeinen. Ich mochte vorher den mit Silberdeckel, also den nicht wasserfesten, ein bisschen mehr. Aber ich habe mich mittlerweile auch mit dem angefreundet. Manchmal gibt es nur noch den, dann nehme ich den halt mit. Und mit dem komme ich sehr gut klar. Und zu guter Letzt kommen wir zu den Lippenstiften. Da trage ich entweder echt zurzeit fast nur diesen und der ist auch von Essence. Und bei mir ist es so, der ist jetzt nicht so krass von der Haltbarkeit. Das ist dieser hier. Das ist der Stay 8 Stunden Matte Liquid Lipstick in Duck Face. Ich finde die Farbe super, super schön. Der hält nicht so gut, man muss den nachtragen. Ich hatte ja zum Beispiel auch von den Maybelline den Superstay, diese Lippenstifte, die man so gut wie gar nicht abkriegt. Und das nervt mich manchmal einfach, weil ich, ne, mir ist es manchmal echt zu viel Arbeit, die aufzutragen. Und die trage ich dann wirklich nur auf, wenn ich jetzt weiß, ich bin irgendwie den ganzen Tag unterwegs, habe jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, den nachzutragen. Und ja, im Moment trage ich echt am meisten den. Der hält gut, nicht so gut wie die von Maybelline, aber auf jeden Fall gut und ich finde die Farbe einfach super schön. Und wenn ich Bock habe auf Lipgloss, trage ich eigentlich die Lifterglosse von Maybelline. Liftergloss, ja, so heißen die. Das ist jetzt die Farbe 004 Silk. Finde ich super schön, das Finish, und die haben ein sehr angenehmes Tragegefühl. Und ja. So, ihr Lieben, das waren meine Make-up-Favoriten, meine aktuellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht noch was mitnehmen oder etwas, wo ihr jetzt sagt, okay, das brauche ich unbedingt auch. Das sind auf jeden Fall alles Produkte, die ich sehr wärmstens empfehlen kann. Natürlich ist es leider immer so, wie bei vielen Produkten, dass sie nicht bei jedem gleich gut funktionieren oder nicht gleich gut auf der Haut sitzen. Natürlich gerade Foundation zum Beispiel. Aber ja, probiert es aus, tobt euch aus und denkt immer dran, macht das mit eurem Gesicht, worauf ihr Bock habt. Lasst euch nicht irgendwelche Leute einschränken. Und wenn ihr Bock habt auf Neonfarben auf den Augen, dann macht es bitte. Die Meinung anderer sollte euch vollkommen egal sein. Ja, danke euch fürs Zusehen und ich würde mal sagen, ciao hier und bis zum nächsten Mal.